Was ist schlimmer eigentlich, wenn ihr ein Kind hättet? Überlegt mal, wenn euer Sohn ein Dealer ist oder wenn eure Tochter keine Jungfrau mehr ist. Was wäre eigentlich so schlimmer für euch, für eure Familienehre? Und das ist interessant, manchmal zu sehen, dass ohne nachzudenken die sagen würden, oder auch Mädchen noch sagen, natürlich, dass meine Tochter keine Jungfrau mehr ist, weil das kann man nicht mehr wiederherstellen. Wenn die Ehre weg ist, ist sie weg. Was ist denn jetzt daran so schlimm, wenn sie, sage ich jetzt mal, ihre Jungfräulichkeit verloren hat? Was ist daran so tragisch, dass man einen Menschen umbringen muss? Und der Dealer kann vielleicht aufhören, aber meinst du, du kannst damit leben, dass dein Sohn vielleicht schon 5 andere Menschen auf dem Gewissen hatte? Wenn du das vielleicht gegenüberstellst, was ist dann doch schlimmer? Rene, was machst du da? Den ganzen Tag spielst du diese Scheiße. Wo ist deine Schwester? Ich weiß. Guck mich an! Wer ist der Mann, wenn ich nicht zu Hause bin? Ich bin der Mann. Wer ist der Mann? Ich. Du, dann geh und such sie. Komm mir nicht unter die Augen. Ein Hero ist eine Person, die aus einer Ehrenkultur kommt. Das heißt, einer Kultur, in der das Wort Ehre eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ein Hero geht in Schulklassen und redet mit Schülern über das Thema Ehre, über das Wort Ehre, über verschiedene Geschlechterrollen, was darf ein Junge, was darf ein Mädchen in den Augen der Gesellschaft, und versucht der Klasse, in der er ist und in dem er einen Workshop hält, Denkanstöße zu geben. Ich merke, dass in den Schulklassen ein bestimmtes Denken da ist. Ein Junge, der viele Freundinnen hatte, wird als Playboy und als Held, sage ich mal, unter seinen Jungsfreunden gefeiert, während ein Mädchen, wenn sie jetzt mehrere Bekanntschaften hatte, direkt als eine Schlampe abgestempelt wird. Dieses Denken ist nicht nur bei den Jungen da, also es ist bei beiden Geschlechtern im Kopf. Jo, Ali. Jo, Diren. Alles klar, Mann, wie geht's dir? Ach, scheiße, Mann. So, was ist los? Keine Ahnung, mein Vater macht richtig Stress, nur weil ich nicht weiß, wo meine Schwester ist. Wie, du weißt nicht, wo deine Schwester ist? Dick. Übernimm doch mal ein bisschen Verantwortung, der Mann kann doch nicht alles alleine machen, Bruder. Komm mal hier, Gropius, ich habe deine Schwester vorhin gesehen, so vor 15 Minuten oder so, sie ist hier sicher noch irgendwo. Was macht da so Stress, Mann, so? Wie, was macht das? Was soll denn passieren? Guck sie doch mal an mit ihren Freundinnen, Dicker. Du musst ein bisschen aufpassen, so. Sie soll dir wenigstens Bescheid sagen bei sowas. Ja, das ist... Guck mal, wie die aussehen, Mann. Locker, denen pfeifen alle 5 Minuten irgendwelche Typen hinterher. Komm, hol sie mal jetzt einfach, weil damit sich das alles nicht in die Länge zieht. Weißt du? Oh, Zene. Moin. Hallo, Abi. Papa hat gesagt, du sollst nach Hause kommen. Aber wir wollten noch ins Kino sehen. Ja, wir wollten noch ein bisschen ins Kino und davor noch was essen. Was für ein ins Kino, Dicker? Wie kann sie dir widersprechen, Alter? Was ist das? Zeig mal ein bisschen deine Position. Zene! Ich will keine Widerrede, dann du kommst jetzt bitte mit nach Hause. Ich will aber nicht, Mann, bitte, ich will aber nicht. Aber du musst jetzt mitkommen. Mann, Dicker, die Leute gucken richtig komisch. Es ist richtig peinlich, hier mit dir zu stehen. Sag mal jetzt was, Mann. Nein. Selma, ich komm jetzt nach Hause. Nein, ich will nicht. Komm nach Hause. Meistens gibt es so sichtbare Merkmale von Identitäten. Das sind zum Beispiel die starren Geschlechterrollen. Das ist die Kleidung, das ist das Verhalten. Und es hat auch viel damit zu tun, dass man Angst hat, manchmal die eigene Identität zu verlieren. So, ich bin doch Türke, also muss ich mich auch dementsprechend verhalten. Das sind dann so Zuschreibungen, die einem von außen irgendwie auferlegt werden. Und das ist dann manchmal nicht einfach für die. Aber wenn die einen Raum finden, wo sie darüber diskutieren können, wo sie, aha, daher kommt das, dass ich mich so verhalte. Und wo sie das ein bisschen so ausarbeiten können, ja. Ein bisschen Raum haben, darüber auch nochmal nachzudenken. Dann denken Sie zweimal darüber nach, woran halte ich fest und was kann ich loslassen und bin trotzdem meiner Kultur nicht irgendwie in den Rücken gefallen. Bam! Steh auf! Du hast diesen erzogen. Zeig es, du hast ihn erzogen, du hast die Macht über ihn. Du sagst einfach, der Wort ist Gesetz, er hat Angst. Du musst nicht so hektisch werden und also, so werden sehr wütend einfach und sehr so, kennst du Auro und Zunächst natürlich, wir sind natürlich ein bisschen provozierend, das wollen wir auch. Und es geht uns natürlich auch darum, dass die Kinder einfach vielleicht überspitzte Situationen sehen, von denen sie sagen, hey, damit kann ich mich identifizieren oder das habe ich schon mal gehört. Und wir agieren da als Vorbilder natürlich, weil
Ich denke, gerade jetzt, wo man in einer Selbstfindungsphase ist, in dem Alter zwischen 16 bis 23, wo man immer mehr seine eigene Identität findet, ist es wichtig, Aspekte zu finden, mit denen man sich identifizieren kann. Und jeder Hero identifiziert sich auf jeden Fall mit dem Aspekt der Gleichberechtigung. Wer ist das? Wer bist du?